Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute in Folge 24 geht es um das Herz des Meeres, wie man es findet und was man damit machen kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Das Herz des Meeres ist ein sehr seltener Gegenstand in Minecraft, denn man kann ihn nur in vergrabenen Schatzkisten finden und nicht irgendwie selber herstellen oder irgendwie farmen, sondern wie gesagt wirklich ausschließlich in vergrabenen Schatzkisten finden. Um so einen vergrabenen Schatz zu finden, müsst ihr jetzt entweder sehr viel Glück haben und ihn zufällig finden, oder ihr besorgt euch eine Schatzkarte, die ihr hin und wieder in Schiffswracks zum Beispiel bekommen könnt oder auch in Ozeanruinen. Da gibt's ja meistens Kisten und mit ein bisschen Glück findet ihr dort eine Schatzkarte, wo ihr dann so ein rotes X drauf finden könnt und dort ist dann meistens ein vergrabener Schatz vergraben und da müsst ihr dann einfach hinfinden und dort dann irgendwie buddeln und dann solltet ihr so eine Schatztruhe finden, wo dann hoffentlich auch das Herz des Meeres drinne ist. Das Herz des Meeres an sich bringt euch allerdings nicht so viel. Es sieht zwar ganz cool aus und ist wie gesagt relativ selten, allerdings könnt ihr an sich damit nicht so viel machen, denn das Einzige, was ihr wirklich damit tun könnt, ist es, Akquisitoren herzustellen und die zu craften. Und wie das Ganze funktioniert und was die bringen, werden wir uns jetzt auch mal genau anschauen. Wenn ihr einen sogenannten Akquisitor craften möchtet, braucht ihr insgesamt, wie gesagt, natürlich einmal das Herz des Meeres und dazu dann noch 8 Nautilus-Schalen. Die kann man zum Beispiel bekommen, wenn man angelt, oder wenn man auch Ertrunkene tötet, manchmal kann man sich die aber auch ertauschen von wandernden Händlern. Und wie gesagt, 8 Stück davon braucht ihr dann pro Akquisitor und dann jeweils noch ein Herz des Meeres dazu. Und damit kann man sich dann ganz einfach so etwas craften, dafür kommt einfach das Herz des Meeres in die Mitte und drumherum kommen eben die Nautilus-Schalen. Den Akquisitor könnt ihr euch wie so eine Art Beacon vorstellen, denn ihr braucht erstmal ein paar Blöcke, um den quasi zu aktivieren und zu umranden. Und das sorgt dann dafür, dass ihr, je nachdem wie viele Blöcke es sind oder wie viele Ringe ihr baut, bekommt ihr dann spezielle Effekte, eben genauso wie beim Beacon. Zum Beacon habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, falls euch das interessiert, ist in der Beschreibung verlinkt. Aber wenn ihr auf jeden Fall den Akquisitor benutzen möchtet, dann müsst ihr ihn zunächst einmal umranden. Und zwar könnt ihr dafür Prismarinblöcke benutzen, und zwar eigentlich jede Art von Prismarinblöcken oder auch zur Not Seelaternen. Und dann baut ihr nämlich einfach Ringe um den Akquisitor drumherum, wobei immer direkt der Block neben dem Akquisitor erstmal leer bleiben muss. Das ist so ähnlich wie beim Enchanting Table, da muss man ja auch erstmal einen Kreis um den Enchanting Table freilassen und dann erst die Bücher machen. Und genauso ist das hier in diesem Fall beim Akquisitor auch so. Insgesamt könnt ihr dann maximal 3 Ringe um den Akquisitor rum bauen und das erhöht dann jeweils die Reichweite der Effekte, die man bekommt. Zum Beispiel kriegt man mit 3 Ringen dann insgesamt eine Reichweite von 96 Blöcken hin. Das ist ziemlich ähnlich zum Beacon, da sind es ja auf Maximalstufe auch nochmal 101 Block. Die Effekte, die man durch den Akquisitor bekommt, die beziehen sich vor allem auf das Wasser und das sind meistens irgendwelche Effekte in Verbindung mit Wasser. Zum Beispiel gibt es da einmal Eile, das bedeutet, ihr könnt eben schneller abbauen. Dann gibt es noch die Unterwasseratmung, die sorgt dann dafür, dass ihr unter Wasser gar nicht mehr auftauchen müsst oder gar nicht mehr atmen müsst, sondern diese Lebensanzeige für eure Atemblasen quasi, die geht einfach nicht leer und ihr könnt quasi unendlich lange unter Wasser bleiben. Und dann gibt es auch noch die Nachtsicht unter Wasser, die auch sehr praktisch ist, denn so ist man in der Lage, sehr viel weiter im Wasser zu gucken, als man das normalerweise könnte. Des Weiteren fügt ein Akquisitor allen Kreaturen in der Nähe, die in Wasser sind oder die Wasser berühren, Schaden zu. Das bedeutet, das sind jetzt nicht nur böse und wütende Monster, sag ich mal, oder Monster, die halt feindlich sind, sowas wie eben Zombies und Skeletten und so weiter, sondern tatsächlich jedem, auch was neutral ist. Das bedeutet auch zum Beispiel Hunden, die würden dann im Wasser auch Schaden bekommen. Was ich persönlich nicht so cool finde, ich finde den nicht so praktisch, diesen Effekt. Das wäre cooler, wenn man den ausschalten könnte vielleicht. Aber die anderen Effekte sind auf jeden Fall sehr cool. Und gerade wenn ihr zum Beispiel ein großes Projekt unter Wasser bauen möchtet, dann ist sowas natürlich extrem praktisch, weil ihr halt weiter sehen könnt unter Wasser, ihr könnt länger unter Wasser bleiben, ihr könnt besser abbauen und es kommen keine Ertrunkenen zum Beispiel zu euch, weil die halt vorher dann getötet werden. Und das ist auf jeden Fall in so einem Fall auf jeden Fall eine sehr gute Variante, um da noch ein bisschen einfacher denn zu bauen. Und das war eigentlich alles, was das Herz des Meeres so auszeichnet und wie man es findet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Herz des Meeres in die Kommentare. Und wenn ihr noch andere Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare damit. Vergesst nicht das Abonnieren, das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.